Servus und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 auf der Nordfrisch Mast Vierfach. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben beim Zuckerrübenernten und beim Dreschen. Und jetzt haben wir ja noch das andere Feld gewendet. Also haben wir jetzt heute, das müssen wir auch noch in der Folge sammeln. Und da müssen wir jetzt auch noch das Grashalt abmachen. Und jetzt müssen wir mal schauen, warum der Bandasch wieder durch drin die Reifen hat. Aha. Komm her mal, du Kollege. Was? Bitte einmal da raus. Und jetzt kannst du... Wenn man nicht alles selber macht. Du sollst da weiterfahren. So, jetzt bitte, danke. Den können wir auslernen. Und dann heute mal gedacht, da mal das Heu schwadern, aber dafür brauchen wir ja an Dings an Schwader. Und dann müssen wir noch Kompost verkaufen gehen, die Folge. Also haben wir wieder viel zu tun in der Folge. Rosmähen da und dort abdanken und den Strohsammler abdanken. Ah, der ist schon leer, den kann ich jetzt gleich aufs Feld wieder stellen. Und dann können wir eigentlich einen Kurs einfahren für... Ah, du fährst jetzt so hinter ein Schickel, dann... Kann ich einen Kurs einfahren zum Kompostverkauf und dann kann der das automatisch machen mit Körnersplittern. Dabei können wir das zusammenschwadern und einsammeln. Ja. Ah, ist der überhaupt schon in Betrieb? Der Komposter. Achso, da müssen wir jetzt wieder ein Stroh rein tun. Ja, das kann dann die nächste Fuhr da rein machen. Und dann läuft er wieder, dann haben wir wieder ein bisschen an Kompost. Ui, oh, sorry. So. Der Bander muss auch schon wieder entladen werden. Ja. Das machen wir dann schnell. Also da liegen noch ein paar Bahnen in Stroh. Da hat er noch ein bisschen was zu tun. Wo hat er denn aufgehört? Ja, machen wir. Mann, du sollst da fahren. So, da machst du weiter. Jetzt müssen wir den abdanken. Aber jetzt müssen wir das auslernen. Und dann können wir uns endlich um einen Kompost kümmern. Die Tiere habe ich schon geschaut, die sind noch voll versorgt, die brauchen nichts dabei. Aber können wir ja noch mal für euch schauen. Die haben Kartoffeln, haben sie, dann Weizen, dann haben sie vom Mais ein bisschen und von den Sonnenblumen haben sie ein bisschen. Und Wasser und Strom sind auch genug. So, dann geht der wieder zum Zuckerrübenernter. Und dann können wir uns endlich um das Heu kümmern.
So, aber zuerst werden wir dort das Boss abnehmen. Und dann gehen wir das machen. Warum ist er bisher noch nicht fertig? Warte jetzt einmal. Du machst so jetzt schön weiter. Dann stellen wir den einmal auf die Seiten. Und dann können wir schon wieder den Drescher auslernen. Das machen wir noch schneller und dann können wir uns endlich um die Wiesen kümmern und dann können wir endlich einmal Kopos verkaufen gehen. So. Ah, du sollst das. Ach, doch einfach. Ah, du machst das nicht. So. Ah, der Panther hat schon wieder durchdrehende Reifen. Den stellen wir da weg, damit der Drescher das fertig machen kann. Und dann schauen wir weiter. So, dann gehen wir da weiter schnell. Und dann passt es. Dann machen wir das schnell fertig da und dann gehen wir schauen, was wir noch haben. Aber ich gedacht, wenn wir zuerst den Kompost verkaufen gehen. Haben wir gar keinen Tag da mehr frei. Ah. Hol mal uns. Na, holen wir uns nix. Ah, der hat schon wieder durchdrehende Reifen.
Bumm, fahr doch. Mann, Mann, Mann. Jetzt komm doch her. Warum fahrst du rückwärts? Mann. Ja, schauen wir mal, damit wir da den wieder in Betrieb nehmen können. Und dann fahren wir halt mit den Gerste, Abfahrer, Komposter kaufen. Und dann können wir einmal schauen, wie viel so Dings bringt. Was bringt denn jetzt Kompost? ₹566 bei der Gärtnerei. Hallo. Was ist mit dir? Fahr doch. So, mach was du willst. Ich geh jetzt den wieder einstellen. Und dann gehen wir noch eine Vorreihe Kompost verkaufen. So. Dann wird halt die Folge ein paar Minuten länger. Aber das macht ja fei nix. Dann nehmen wir den da und dann gehen wir das noch ins Lager bringen und dann gehen wir eine Runde Kompost verkaufen. So, dann schauen wir mal, wie viel wir Kompost beim Komposter haben. Ah, genau in dem Moment, wenn ich wegfahren will. Ja, gehen wir den schnell noch abtanken und dann. Achso, der ist an. Ja, gehen wir den noch schnell abtanken und dann bringen wir noch eine Fuhre Kompost weg. So, dann können wir den wegmachen. Und dann gehen wir jetzt schnell noch an Kompost verkaufen. Und dann den Rest machen wir in der nächsten Folge. Aber ich hoffe, es gefällt euch die Folge bis jetzt. Und falls es euch gefällt, vergesst nicht den Daumen nach oben da zu lassen. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr es gerne machen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und das wird mich riesig unterstützen und freuen. So, jetzt das noch abdanken. Oder abkippen ins Lager und dann können wir endlich Kompost verkaufen gehen auf Uhre. Wenn er nicht so einen langen Bremsweg hat. So.
So. Warum fährst du immer rein? So. Dann schauen wir mal. Da drin 118.000 Uchtus geht sie look aus. So, jetzt haben wir 30.000 geladen und jetzt gehen wir die schnell noch verkaufen und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. So, auf geht's zur Gärtnerei. So, dann da. Und dann schauen wir mal, wie viel Geld wir kriegen für so 30.000 Liter. Oder halt für so einen Anhänger. Uiuiui, ui, ui. Das war der Sprungschanzen. Ah, die Gärtnerei ist so wie im 17er da vorne gleich. Ah, das ist eh cool. So, jetzt bringen wir noch das Geld in der Folge und dann passt das. So, das Geld fließt. So, jetzt haben wir schon die 400.000 geknackt. Ja, das lohnt sich. 17.000 für 30.000 Liter. Ja, das ist gut. So, wir sind jetzt an, aber fertig für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, schreibt es einen Kommentar und falls ihr noch Mod-Wünsche habt, gerne in die Kommentare damit und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.